bin auch gleich dran. Mach dir gut. Ich beobachte das so von hier aus. Mach dir sehr gut. Allein jetzt die 2 Stunden, die wir jetzt mit waren, wir haben ja gar nichts gemacht eigentlich. Einmal eine Tür aufgespreizt von einem Auto und hier jetzt mal so hin und her gelaufen. Aber man merkt schon die Wärme so von der Kleidung selber. Und dann noch mit einem Brand zu tun zu haben, das ist, also, das flößt einem noch mehr Respekt ein, als man sowieso schon hatte. So, man kriegt wirklich Ehrfurcht. Sie haben ein Auto, so groß wie fast keiner, und rollen einen Schlauch, der kommt aus und auf. So, jetzt darf ich natürlich noch eins machen, was man eigentlich so machen möchte, wenn man Feuerwehrmann ist, nämlich im Feuer löschen, beziehungsweise mit dem Schlauch los. So. Ich zieh ein bisschen, okay. Kann ich hier packen und loslaufen? Alles klar, los geht's. Funktioniert nicht so ganz. Okay, loslaufen ging doch nicht. So, und jetzt darf man mal das machen, was man als Feuerwehrmann eigentlich immer machen möchte. Zumindest, wenn man Laie ist. Wassermarsch oder so. Ordentlich Druck drauf. Dampft auch gut. So, noch ein paar Pflanzen begießen. Okay, das hier ist eine kleine Übung für den Atemschutzgeräteträger. Und zwar ist das so eine jährliche Überprüfung, damit man sich noch ein bisschen in der Orientierungslosigkeit orientieren kann. Dafür musst du dich einmal hier unten reinbewegen und den Weg durch dieses Labyrinth durchgehen. Okay. Der Einstieg ist hier vorne. Einfach mal in die Hocke gehen. Kopf aufpassen. Da bin ich zu dick. Erstmal Luft holen. Also es ist wirklich anstrengend. Abgesehen davon, ich bin im Moment total nicht in Form, aber du hast durch die Sauerstoffmaske normalerweise bekommst du ja dann die Pressluft durch die Maske. Man merkt, wie schwierig es ist, gegen diesen Widerstand zu atmen. Und irgendwann ist man erschöpft. Also ich wusste nicht, dass ich irgendwie mal Platzangst hätte, aber durch das Rohr wird einem schon so ein bisschen komisch. Respekt, wirklich. Wie hat er das nicht gemacht für jemanden, der es noch nie macht? Das sind natürlich ein bisschen erschwerte Bedingungen. Dadurch, dass der Atemluftanschluss nicht angeschlossen ist, so bei einem Überdrucksystem wird dann immer mit einem leichten Druck dann eben auch dann Atemluft nachgesteuert. Jetzt ist der Atemwiderstand relativ hoch, aber jetzt nicht unerreichbar. Das Wichtige war halt einfach mal zu sehen, wie ist es so, unter solchen Bedingungen mal durchzukriechen, mal, wie gesagt, dann müsste man sich halt noch das komplette Feuer drumherum vorstellen oder Rauch und so weiter. Respekt, Respekt auf jeden Fall für jeden, der das macht. Jetzt bin ich auch Feuer und Flamme, kann ich sagen. Jetzt Markus, hast du einen Eindruck. Jetzt habe ich einen Eindruck, danke dir. Kein Problem, gerne wieder.
Moment, eine Sache haben wir auf jeden Fall noch, denn was ich nicht wusste ist, ihr habt hier eine Feuerstange. Ich dachte, das wäre eigentlich irgendwie ausgestorben oder das gibt's hier gar nicht, so wie im klassischen Film, dass man da mal so runterrutscht, aber ihr habt hier eine Feuerwehrstange. Das ist richtig, der schnellste Weg zum Fahrzeug ist der direkte und der geht über die Rutschstange nach unten. Dann natürlich gehört das dazu und ich darf, ne? Natürlich. Ich darf. Okay. Die Stange runterrutschen, super gut. Darf ich nochmal?